ziemlichen Täler. Herr Baldauf hat heute Morgen bei NTV gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob der Impfstoff überhaupt für die zweite Runde sozusagen reicht. Ist dem wirklich so? Was können Sie dazu sagen? Also in Rheinland-Pfalz sind alle Zweitimpfungen gesichert. Wir führen aktuell auch die Zweitimpfungen durch und ab 17. Februar werden in rheinland-pfälzischen Impfzentren auch wieder Erstimpfungen durchgeführt. Das heißt, wer hier wieder besseren Wissensverunsicherung schürt, der handelt sehr verantwortungslos. Ich kann sagen, alle Zweitimpfungen sind gesichert. Das ist schon mal gut zu hören. Jetzt ist es trotzdem so, dass mit BioNTech ja quasi der erste Lieferant direkt vor der Haustür sitzt. Trotzdem, gerade Deutschland ist irgendwie hinten dran, andere Länder sind durchaus schneller. Können Sie da verstehen, dass in der Bevölkerung, bei den Bürgern irgendwie schon der Unmut wächst? Also sagen Sie ja, irgendwo verstehe ich es. Also man muss ja festhalten, dass die Verträge von BioNTech geschlossen wurden mit der EU und mit der Bundesregierung. Und von dort kommt eben noch nicht die Menge an Impfstoff, die wir gerne hätten, um die Bevölkerung in großem Maße zu impfen. Das heißt, der Impfstoff ist noch limitiert. Aber wir in Rheinland-Pfalz haben von Anfang an das Ziel verfolgt, möglichst schnell, möglichst viele Menschen mit diesem vorhandenen Impfstoff zu impfen. Und wir befinden uns auf dem zweiten Platz bundesweit, was die Impfungen in Deutschland angeht. Das heißt, wir haben die Infrastruktur aufgebaut. Wir könnten impfen, wenn Impfstoff da ist. Und ich kann nur an die Bürgerinnen und Bürger, die noch keinen Impftermin bekommen haben, appellieren, lassen Sie sich registrieren, holen Sie sich schon mal eine Terminregistrierung. Weil sobald dann der Impfstoff da ist, geht es weiter. Unsere Strukturen stehen. Wir wollen möglichst viele Menschen möglichst schnell impfen. Als abschließende Frage, jetzt hat Angela Merkel ja vor kurzem im Interview gesagt, dass sie eventuell Impfverweigerern indirekt droht. Und sie sagt, ja, dann können die vielleicht manche Dinge nicht machen. Befürchten Sie da, dass wirklich eine Zweiklassengesellschaft entsteht? Oder wie ist da im Moment Ihre Gedanken zu? Also erstmal ist für mich ganz klar, es darf keine Impfpflicht geben. Ja? Sondern wir brauchen hier Vertrauen, wir müssen transparent sein, wir müssen die Menschen überzeugen. Also auf gar keinen Fall eine Impfpflicht. Und ich stelle mich zu diesem Zeitpunkt auch gegen eine Impfpflicht durch die Hintertür. Also gegen Privilegien für Geimpfte. Weil diese Debatte kommt zu einem völlig falschen Zeitpunkt. Wir haben noch zu wenig Impfstoff und wir haben auch noch viel zu wenig Menschen, die geimpft sind. Ja? Also jetzt darüber zu sprechen, ob die, die sich haben impfen lassen, Privilegien erhalten sollen gegenüber den anderen, das ist zum völlig falschen Zeitpunkt. Die Debatte kann ich, wenn überhaupt, erst führen, wenn wirklich jeder Bürger die Möglichkeit auch gehabt hat, sich impfen zu lassen und sich wirklich darüber entscheiden konnte. Das ist momentan noch längst nicht der Fall und deswegen die Debatte auch zum falschen Zeitpunkt. Ja. Robert Seelichtenthaler, vielen Dank für die Zeit. Ich weiß, es ist ein sehr emotionales Thema, aber trotzdem vielen Dank. Ich danke Ihnen.